So, hier waren Quasite. Kein Problem. Meine Knick. Ich war, wenn ihr es wollt. Oh, ich zeig euch einen richtigen Kampf. Ja, Quasite nervig. War das gerade die Kuh? Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Da hat er mich mit einer Kuh beworfen. Ich glaub's nicht. Und ja, irgendwie sieht der Stecken aus wie eine Knarre. So. Ja. Vita Mortis Kaya. Vita Mortis. Okay. Nett. Unbändige Woge. Okay. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ich warte. Keine große Herausforderung. Ha! Ein stinkendes ja. Loch des Bösen. Jetzt müssen wir warten, bis der Hira wieder auftaut. Denn die Pflicht. Weil ich glaube, egal was wir machen. Ja, unbändige Woge. Fragt nun gut. Egal, ob wir Zauber sprechen oder Effekte benutzen. Was möchtet ihr? Gut, nehmen wir mal. Ich habe bereits probiert, das Portal bringt uns wieder zurück. Deswegen benutzen wir jetzt mal das Portal hier. Also gegen den Uhrzeigersinn vor. Ich könnte auch im Uhrzeigersinn vorgehen. Wäre vielleicht klüger. Hallo Kornugon. Hallo Höllenschlund, Scheusal. Erzählt mir mehr davon. Oh, Zauber gescheitert. Okay, wir können hier drin nicht zaubern. Und wir werden hier dringend böse gefiert. Gottes Willen. Gut. Keine große Herausforderung. Gut, wer sich auch immer die wachende Festung ausgedacht hat, hatte Spaß. Gehen wir erstmal oben lang. Ich warte. Okay, und alles bringt meine Zauber durcheinander. Materia Angriff hat sie vielleicht in den Dienst gezwungen. Meine Klinge muss wohl was anderes ausprobieren. Das Böse darf nicht weiter ruhen. Ihr zeigt mir, wohin. Wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse. Also, seid ihr zu
Matschen! Nur, was immer ihr wünscht. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Ah ja, Tieflinge sind übrigens Dämonenmischlinge. Eure Stunde wird noch kommen. Ich warte, wenn ihr es wollt. Ja, natürlich. Zum Glück scheinen Heiltränke normal zu funktionieren hier. Trink mal einen hier von Minsk. Ja, Zeug, was wir verkaufen können. Lederpanzer plus 3 kann auch weg. So, den Rest bewahrst du auf, Yahira. Noch so ein Zauberstab. Ach, bildsig. Blödsinn. So einer. Das ist sicherlich ein Klerikerstecken plus 3. Genau, Stab des Zauberschlags. Euer Wunsch ist mein Begehr. Gut, da finden wir als erstes heraus, wo uns der Weg zurück hinbringt. Können wir es schon so vorstellen? Okay, er bringt uns irgendwo hin. Keine große Herausforderung. Zum Glück sehen wir ja Räume, in denen wir schon waren. Oh. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Oh. Scheiße. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ja? Ja. Schnell hier abhauen. Genau. Ja, hallo, guten Tag. Ein Materia, nicht wahr? Ich wusste, dass wir in die materielle Ebene gezogen worden sind, aber ich war mir nicht völlig sicher bei all diesen Störungen. Hi. Entschuldigt meine entsetzlichen Manieren. Ich vergesse zuweilen, dass ihr Materia durchaus zivilisiert seid. Ich heiße Eisgareth und das hier sind meine Diener und Haustiere. Und zu welcher Spezies gehört ihr, bitteschön? Ich heiße Talisa, freut euch kennenzulernen. Ihr seid ein Dämon hier nah und ihr werdet sterben, wie jeder andere Dämon auch. Ich heiße Talisa, ich bin erfreut, euch kennenzulernen. Nun gut, war schön, eine angenehme Gemeinschaft zu machen und nicht auf einen Haufen frustrierter Unholde zu treffen. Musste mehrere dieser Biester niedernachen, nachdem wir hier angekommen waren. Aber was kann man schon von einem von den niederen Ebenen erwarten, hä? Ich für meinen Teil würde Siegel jederzeit vorziehen und diesen Blutkrieg aus dem Weg gehen. Aber die Frage stellt sich leider nicht. Uns hat es hierher verschlagen, weil etwas uns gezogen hat irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, dass die Magie eines verworrenen Portals auf der Oberseite dieser Höhle etwas damit zu tun haben könnte. Wo auch immer dieser Ort liegen mag, er erlaubt mir den Zugang zu bestimmten Dingen, geringfügigen Dingen, aber er öffnet mir keinen Weg nach draußen. Interessant, nicht? Ich könnte diesen Ort verlassen, aber die hiesige Magie ist äußerst mächtig und sehr spezifisch. Als ob ich eine Art Schlüssel bräuchte, um die Schilde dieses Ortes zu durchbrechen. Wisst ihr etwas für einen solchen Gegenstand? Selbst wenn ich den Weg hinaus müsste, würde ich ihn euch nicht sagen. Möglicherweise, aber warum sollte ich euch hinauslassen?
Ich glaube schon, ich könnte für euch einen Ausgang arrangieren, wenn ihr das wünscht. Ich könnte euch einen Weg zeigen, aber das hat seinen Preis. Nein, ich weiß nichts von einem Ausgang. Nehmen wir mal die drei. Oh nein, nein, ich will nicht nur einfach fort von ihr. Ich will etwas Spaß haben, bevor ich nach Siege zurückkehre. Ihr Materia seid soweit ganz passable Spieler. Erlaubt mir eine kurze Erklärung. Ich habe einen gewissen Neigung zum Glücksspielen. Ich genieße sämtliche Arten des Glücksspiels, doch heute habe ich etwas ganz Besonderes bei mir. Wie ihr seht, habe ich hier ein Kartenspiel, das ich von meinen Verwandten von Herzog Rowan gewonnen habe. Ein wunderschönes Exemplar, eine Variation von der Norm, die einst ein Genasi-Zauberer von bedächtigen Ruf ersann. Nun, ihr habt euch ja schon mal überlegt, um welchen Einsatz es überhaupt geht, wenn irgendein Dämon mit euch eine Runde spielen will? Ich brenne darauf zu spielen. Wir spielen um den Gegenstand, der uns von hier fortbringt, oder um etwas anderes, wenn ihr etwas Wertvolles besitzt. Was meint ihr, Talisa? Kein Interesse? Vielleicht, ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Nun, ich habe hier etwas, das euch vielleicht reizen könnte. Einen Edelstein. Ich glaube, seine Magie hätte etwas zu tun mit dem zerbrochenen Portal hinter mir. Ich setze ihn gegen einen Weg, der uns von hier fortbringt. Möglicherweise wollt ihr ja euch noch vorbereiten oder etwas in der Art. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr wollt. Es ist schließlich ein Spiel und ich soll nicht gleich zum Herzinfarkt führen. Wenn ihr oder einer eurer Begleiter bereit ist zu spielen, kommt wieder und sagt mir Bescheid. Es sei denn, ihr habt Angst. Mhm. Ja, der verspielte Cambion. Ich bin auf einen Cambion und seine Anhänger im Labyrinth getroffen. Es ist verblüffend, aber der Cambion ist nicht einmal feindselig. Er scheint eher daran interessiert zu sein, mit mir um eine Fluchtmöglichkeit von diesem Ort zu spielen. Er hat vorgeschlagen, ich soll das heilige Symbol gegen einen Edelstein setzen, den er hier gefunden hat. Der Sieger wird entschieden, indem beide Seiten Karten aus einem Satz Schicksalskarten ziehen. Was möchtet ihr? Ja, zu den unteren Ebenen. Ihr versucht durch das Portal zu gehen. Ja, da brauchen wir erst den Schlüssel vollständig, den wir haben. Dafür müssten wir mit ihm erstmal um einen Kristall spielen. Hm? Wir können hier doch sicher rasten, damit alle wieder normal sind. Ja. Gut, ich gehe noch einmal durchs Tor. Und hoffe, dass ich wieder am Ausgangspunkt oder so rauskomme. Muss wohl was anderes ausprobieren. Nein, ich komme wieder hier raus. Das gibt's doch nicht. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Okay, okay. Ja? Ja. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Au. Okay, das bringt mich wirklich zurück dorthin. Das heißt, ich würde jetzt mal ganz ehrlich hier einen Safe machen. Keine große Herausforderung. Also Spiel speichern, das wäre jetzt LP012. LP012. Und dann sehen wir uns gleich wieder.